Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder für dich mein Full-Face-Beauty-Boxen. Und wenn du Bock drauf hast, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die eine Sache ist natürlich, dass man die ganzen Beauty-Boxen erhält und auspackt. Viel interessanter finde ich aber, wie funktioniert denn das dann auf meinem Gesicht? Und das geht natürlich super schnell, wenn man hier dieses Full-Face-Beauty-Boxen macht und da halt die ganzen dekorativen Produkte aus den jeweiligen Beauty-Boxen hier zusammenführt, ne? Und dafür bin ich jetzt heute hier mit euch zusammengekommen. Die Sonne kommt gerade hart raus. Wie geil ist das denn? Eben hat es geregnet in Strömen. Ich hatte bei uns hier die Auflagen gewaschen, ne? Von der Terrasse, die Stuhlauflagen, und habe die dann in die Sonne versucht zu stellen. Aber es war leider keine Sonne da und sie sind noch mal nass geworden. Läuft. Jetzt hängen sie bei uns in der Wohnung und jetzt müsste ich es theoretisch rausstellen, aber ich habe schon eine Alternative gefunden und ich glaube fast schon, ich muss hier meine Rollen runter machen. Oh je. Falls Sammy sich an den Pfoten lecken sollte, nicht irgendwie, ne, wundern, der hat eine an seinem einen Fuß da hinten am Ballen irgendwie was kaputt, das ist nicht cool. Also der ist da in irgendwas reingetreten, was ihm wehgetan hat und deswegen könnte es sehr gut sein, dass er gerade so ein bisschen an seinen Pfoten rumleckt. Aber erfahrungsgemäß wieder einschlafen. So. Wir starten die Schose hier mit dem Primer, den ich in der Goodiebox drin hatte, von MET Cosmetics Diamond Heart Base Priming Illuminating. Richtig cool, freue ich mich mega drauf, 35ml sind hier drin. Und dann kommt er jetzt einfach mal hier so aufs Gesicht drauf, ne? Kommt so peachy, ne? Dann gucken wir mal, wie er sich auf dem Gesicht verhält. Ich habe natürlich meine ganz normale Tagespflege drauf, die schon eine ganze Weile eingezogen ist. Und jetzt kommt der Primer drüber, um mir den gewissen Glow zu verleihen. Riecht auch ein bisschen, aber nur leicht parfümiert. Wer sich übrigens wundert, dass ich hier gar keine Nagellacke am Anfang zeige, wir hatten im September gar keine Nagellacke in den Boxen drin. Finde ich jetzt nicht schlimm, ne? Aber deswegen fällt der Part natürlich raus. Ja, ich habe einen Glow im Gesicht, mag ich gerne leiden und ja, schön. Da ich natürlich nicht immer ein Fullface irgendwie in den Boxen insgesamt drin habe, habe ich auch noch so aus meiner Muss-ich-noch-ausprobieren-Kiste ein paar Produkte rausgesucht. Da haben wir zum einen, das war glaube ich im Trashy drin, von L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear and Foundation, habe ich in der Farbe 25 Rose Ivory und die dürfte passen. Die Pinsel, die ich verwende, sind natürlich auch alle mal irgendwann in Boxen gewesen. Hier habe ich von Fräulein B. so einen Foundation-Buffer-Pinsel einfach, ne? Und dann wollen wir mal schauen, was der so drauf... Oh, guck mal! Entschuldigung, ich bin gerade baff. Mhm, die Farbe passt richtig gut. Oh, und der Glow vom Primer kommt auch noch schön durch, ne? Also, das funktioniert hier gerade recht gut. Also, Beschwerde wird hiermit nicht eingereicht. Dann nehme ich mir ein Schwärmchen und blende das Ganze einfach mal nochmal schön ein. Das gefällt mir wirklich gut. Also, da habe ich jetzt... Fresh Wear, definitiv. Es sieht frisch aus. Es ist so My Skin But Better. Perfekter Farbton. Geil. Dann habe ich in meiner Wühlkiste drin gehabt von Hypoallergenic Bell den Liquid Eye Concealer. Steht halt nur keine Farbe drauf. Das ist ein bisschen schwierig. Scheint relativ hell zu sein. Ne? So sieht er aus. Kommt mit so einem kleinen Füßchen. Und der kommt unter die Augen. Dann blende ich schön rum. Also der ist relativ normal von der Konsistenz her. Hat eine angenehme Deckkraft, nicht zu viel und nicht zu wenig. Hat sich schön verblenden lassen, ne? Cool. Ich baue den aber noch ein bisschen auf hier so. Das sind so meine, ne, wo die Augenschatten dann ein bisschen mehr rauskommen. Und ansonsten, ja, hier habe ich noch so einen roten Punkt, da kommt was drüber. Jetzt, wo ich versuche, Rötungen abzudecken, oder Pickel halt, ne, merke ich, dass die Deckkraft nicht so ultimativ ist, aber... Es ist okay. Hauptsache, der kriegt mir nicht in irgendwelche Fältchen und macht halt so eine leichte Abdeckung, ne? Viel mehr brauche ich das eigentlich für mich auch gar nicht. Also so gefällt mir das, ne? Sieht aus, als hätte ich nicht wirklich was auf meinem Gesicht und das ist schön. Ebenfalls in meiner Probier mich unbedingt aus Kiste habe ich hier von, oh je, mir hatte jemand mal Mina spricht man das aus, ne? Genau, da hatte ich letztens einen Kommentar nämlich zu bekommen, fand ich richtig cool. The Eye Primer und ja, das ist einfach ein Augenprimer. Primer, ein Lidschattenprimer. Nehme ich hier auch von Irene Pinsel. Das ist so ein doppelendiger The Multitasker 113. Und gebe mir ein bisschen was hier auf den dicken Pinsel. Und verteile das auf meinem Augenlid. Eine ganz, ganz leichte Deckkraft hat der auch mit dabei, ne? Ja, gut. Und der ist sehr mousig. Das ist ganz interessant von der Konsistenz her.
Und bevor ich jetzt zu den pudrigen Texturen wechsle, verwende ich noch einen Lippenpflegestift. Da hatten wir in der Look Fantastic Beauty Box den By Terry Baume de Rose. Das ist so ein, ja, eigentlich ist es kein Lipgloss, ne? Das ist so ein pflegendes Vieh. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Finde ich klasse. Das ist halt so Pflege und die zieht dann schön ein. Und während ich dann mich weiter schminke, wird das schön meine Lippen pflegen und das mag ich immer ganz gerne. Dieses Puder von Soul Clean hatte ich jetzt auch in meiner Probier mich aus Box drin. Probiotics Loose Mineral Powder. Kommt halt weiß hier raus. Ich nehme mir gerne für unter den Augen so einen Highlighter-Pinsel. Das hier ist auch von Niri, der Sculpted Highlight Pinsel 122. Dipp dann vorsichtig da so rein und dann fange ich zuallererst an, unter meinen Augen den Concealer zu setten. Oha, das wird aber gerade sehr weiß. Ich hoffe, das blendet sich noch zu translucent weg, sonst haben wir ein Farbproblem hier. Und für das restliche Gesicht verwende ich irgendwie einen Fluffelpinsel. Das ist der Radiant Blush 305, auch von Niri. Aber den kannst du auch zum Abpudern nehmen. Gehe ich dann ordentlich rein, klopf ab und gehe dann über mein Gesicht. Die Menge an Puder hat auch locker ausgereicht. Die habe ich jetzt auch komplett auf meinem Gesicht drauf. Und das Weißeln ist ein bisschen da, muss ich wirklich gestehen. Ne? Also man sieht schon einen leichten Weißschleier drauf, aber ich bin gespannt, wie sich das nachher verhält, wenn ich auch andere pudrige Texturen darauf verblende und nachher auch noch Fixing Spray verwende. Ganz interessant finde ich, dass man hier sieht, dass der Glow von dem Primer halt noch so richtig schön durchkommt. Vor allem, wenn ich lächle, ne? Auf meinen Wangen, cool. Also mein Hautbild gefällt mir. Das sieht soweit so gut aus, sehr ruhig. Ne? Weiter geht's. In der Barbara-Box hatte ich den Sun Bronzer mit drin und das ist dieser hier. Sun Bronzer steht hier einfach drauf. Ich hoffe, dass ich damit halt auch ein bisschen konturieren kann. Ist auch noch so ein schicken Samtsäckchen drin. Hi-Ti-Tai, die Party geht so richtig hart ab. Ja, das hat auch einen leichten Glow mit dabei. Das ist so ein, ne, gevierteltes Vieh. Nehme ich jetzt auch der Einfachheit halber den gleichen Pinsel wie von ihm. Ich weiß jetzt nicht, wie das hoch so von der Intensität her ist. Wenn ich da so durchgehe, swirle tatsächlich, krümmelt das ein bisschen und trage den jetzt hier einfach mal so auf. Ja, wir haben Glow mit dabei, aber die Farbe passt für mich mit dem hellen Hautton wirklich sehr gut. Wenn man ein bisschen dunkler ist, könnte es sein, dass man den Bronzer nicht wirklich sieht. Das wäre dann ein bisschen schade, ne? Das sieht toll aus. Also ich mag auch diesen Glow, diese Bewegung im Gesicht. Das gefällt mir. Aber er krümelt jetzt hart, ey. Wow, was ist hier los? Dann verteile ich hier noch die Reste, die so auf dem Pinsel sind, einfach hier, da so unter meinem Hals und so, ne? Unter meinem Hals vor allem. Nee, an meinem Hals. Und wie heißt denn dieses Ding? Kinn? Nee. Wangen? Nee. Keine Ahnung. Knochen. Aber der sieht voll toll aus. Der hat sich schön verblenden lassen. Und sieht sehr, sehr cool aus. Man muss es halt mögen mit dem Glow, ne? Und ich mag das. Ich finde es schick. Theoretisch brauchst du jetzt nicht irgendwie noch einen Highlighter. Der kommt aber nachher eh noch drüber. Die Instabox war auch echt hardcore bestückt. Und zwar hatten wir hier diese Pixie Glow Cake Geschichte drin. Ich hatte die Pink Champagne Glow Palette. Da ich jetzt ja schon Bronzer drauf habe und nachher noch einen Highlighter verwende, werde ich mich jetzt hier so auf die Mitte beschränken. Ne? Da haben wir ja den Blush quasi drin und auch da der einfach halt halber wieder den gleichen Pinsel. Ist ja eigentlich auch ein Blushpinsel. Und dann schauen wir mal, ne, was das so auf dem Gesicht macht. Oh ja, das geht sehr harmonisch mit dem Barbour Bronzer in 1 über, weil beide natürlich einen Glow haben. Schön. Komm noch mehr. Was soll der Falschreiz hier, Claudinchen? Schön, schön und nochmal schön. Mag ich. Aber wie gesagt, ne, man muss halt bei den Produkten, die ich jetzt hier gerade echt hart in meinem Gesicht habe, genauso wie ich ein Glow-Junkie sein. Ansonsten könnte man sich denken, wow, ich sehe aus wie ein Vampir in der Sonne. Ist so, wirklich. Sieht fresh aus hier. Ich habe ja eben schon von dem Highlighter gesprochen. Ich habe hier in der Goodie Box Welcome Edition den Phase Zero Highlighter in der Farbe Desert Mirage drin gehabt. Ja, den hatten wir auch, ich glaube, letztes Jahr im Adventskalender mit dabei. Der ist relativ dunkel, ne? Aber ich guck mal, vielleicht funktioniert das ja mit uns beiden. Highlighterpinsel habe ich ja schon. Den haben wir eben für unter den Augen verwendet. Dann gehe ich hier einfach mal so durch. Der ist sehr, sehr cremig. Trage mir den hier mal so auf. Ich meine, ich habe hier ja schon Glow bis zum geht nicht mehr. Aber doch, ja, sehr schön. Sehr schön. Guck dir das mal an. Ein bisschen
bisschen dunkel ist der für mich. Ja, okay. Aber trotzdem, das mag ich gerne leihen. Kann man sich nicht beschweren. Ich finde, ja, das sieht jetzt sehr, sehr glowy alles aus. Aber ich mag das halt, ne? In der Vegan Beauty Basket hatten wir zwei Augenbrauenprodukte drin. Einmal von Barbara Hoffmann, My Beauty Secret. Das ist so ein Augenbrauenpinsel. Den werde ich jetzt auch gleich benutzen. Schaut so aus, einfach so ein abgeschrägter. Finde ich klasse, da habe ich auch schon ein paar von. Mag ich gerne. Und dann habe ich von Woga Woga Pebbles and Salt Eyebrow Pomade in der Farbe Blond. Auch mit in der Vegan Beauty Basket im September drin gehabt. Und die wird jetzt selbstverständlich ausprobiert. So ein kleines süßes Pöttchen. Und ja, wirklich cute, ne? Ich glaube, von Woga Woga hatten wir auch schon mal einen Highlighter und sowas in loser Form. Und hier ist die Pomade. Das kann was werden. Von Brushworks hatten wir, ich glaube, mal in der Lookfantastic Beauty Box so ein Duo-Fee dabei, wo wir hier auch noch was zum Durchkämmen haben. Leute, ich muss es wirklich sagen, ich bekomme mittlerweile, und das hatte ich noch nie, hier vorne Augenbrauen. Also das Grande Brow Serum von Purish, Code Claudiswelt 15, 15% Rabatt, Affiliate-Rabattcode, das bewirkt richtig was und das finde ich total cool. Ich habe wieder Augenbrauen. Ich freue mich einen Keks, Leute, ich sag euch das. Okay, jetzt probieren wir hier die Eyebrow Pomade aus. Da kommt nicht super viel auf den Pinsel, das ist schon mal sehr anfängerfreundlich. Und das ist eine gute Farbe für mich. Den Pinsel von Barbara Hoffmann finde ich per se ganz schön, aber mir fehlt hier wirklich der Spoolie dran. Ne? Also das ist echt ein Problem. Gerade bei Augenbrauenpinseln brauche ich das einfach. Sehr natürlich, aber mag ich auch mal ganz gerne leiden. Ne? Bislang war jetzt noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, nö, ne? Also das ist echt cool. Dann habe ich hier von Kryolan ein Augenbrauen-Forming-Gel. Wo war das denn drin? In der Glossybox war das mit dabei. Okay, das ist dieses hier. Kryolan ist ja normalerweise eher so eine Theaterschminkengeschichte. Ein riesiges Bürstchen. Dann erwarte ich natürlich, dass das meine Augenbrauenhaare auch wirklich so krass festtackert, damit man, ja, ne, theoretisch ganz viele Stücke spielen kann, ohne dass auch nur ein Härchen verrutscht. Tada! Ne? Augenbrauengel, ja. Müssen wir mal gucken, wie das nachher dann so hält. Aber hat schon mal alles soweit schön in Form gebracht. Ihr habt sie eben schon als Spiegelersatz gesehen. Ich habe in der Probier-mich-aus-Kiste die Huda Beauty Nude Rich Palette drin. Und die möchte ich gerne mit euch kurz zusammen ausprobieren. Upsala, die besteht aus 9 verschiedenen Tönen, wobei wir sowohl schimmernde als auch matte Töne drin haben. Die Farben haben, glaube ich, keinen Namen. Nö, leider nicht. Ich starte mit dem hellsten Ton hier oben. Und den setze ich mir einfach hier außen so hin und blende den auch in meine Lidfalte rein. Um die Lidfalte zu vertiefen, nehme ich den Ton, der sich hier unten in der Ecke befindet und einen Blendepinsel, auch von Fräulein B. ist es einfach einer. Und dann fange ich hier außen an und blende das in meine Lidfalte, um dann noch ein bisschen Tiefe reinzukriegen. Dann nehme ich mir jetzt auch von Fräulein B. so einen Point Brush und gehe auch wieder, ich gehe hier in den Ton in der Mitte einfach rein und den setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Ich muss gestehen, dass die ganzen matten Töne, die ich jetzt verwendet habe, recht ähnlich alle miteinander sind. Ne? Also da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied zu sehen. Ja, ich habe ein bisschen mehr Tiefe mit dem etwas dunkleren Ton in die Lidfalte reingebracht, aber der erste Ton und der Ton, den ich jetzt aufgetragen habe, sehen einfach vollkommen identisch aus. Naja, gut. Yay. Dann habe ich ja noch den ganz dunklen Ton hier und da gehe ich jetzt auch mit dem Point Brush rein, ganz vorsichtig, und vertiefe hier außen, auch beim unteren Wimpernkranz, das Ganze. Gehe aber nur so im äußeren Drittel dahin, ne? Nicht weiter rein. Und den setze ich mir auch noch ein bisschen höher, um dann noch mehr Tiefe reinzubekommen. Da haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Dimensionen auf den Augen drauf und das gefällt mir. Jetzt fehlen aber natürlich noch die Highlights, sprich die Schimmertöne. An diesem Nire The Multitasker habe ich ja diesen Pinsel hier auch mit dran. Den werde ich jetzt verwenden, um diesen goldenen Ton hier aufzutragen. Mal gucken, ob das mit dem Pinsel funktioniert. Sehr flockig. Und den presse ich mir auf mein inneres Drittel. Oha, der ist schon krass, ne? Der flockt auch so ein bisschen runter und möchte das ganze Gesicht mit anmalen. Ist nicht so gold, wie ich dachte. Ich weiß nicht, ist das ein Duochrome-Ton? Aber ich finde den voll schön. Dieser Pinsel ist ein bisschen sauber gemacht, also das gefällt mir wirklich gut. Das könnte ich mir sogar fast auf dem ganzen Lid vorstellen, ne? Ich habe jetzt hier noch so einen rosigeren Ton, das ist dieser hier. Den setze ich mir mal daneben.
Im Fännchen sehen die voll unterschiedlich aus, aber auf dem Auge fast identisch, ne? Aber geile Konsistenz, darüber brauchen wir gar nicht streiten. Das ist ja der Hammer, wie das auf dem Auge aussieht, wie flüssiges Metall. Als Highlight für den Augenbrauenbogen und für den Inner Corner nehme ich den Phase Zero Highlighter. Das ist dann zwar subtiler unterwegs, aber ich finde, dass es eigentlich auch ganz gut zum Look passt und spiegelt sich dann ja auch wieder hier im Highlight, ne? Hammer, 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 Hammer. Aber als kleines Fazit zu der Palette von Huda Beauty muss ich gestehen, dass ich finde, dass die relativ öde ist, weil die Schimmertöne ja, also die beiden, die ich verwendet habe, ne, sehr ähnlich zueinander sind und ebenso auch die matten Farben. Aber die hat schon eine gute Qualität, also darüber kann ich nicht meckern, ne? Aber irgendwie fehlt da der Pfiff. In Beautyboxen im September hatte ich tatsächlich 3 Kajal-Eyeliner mit drin. In der Goodiebox hatte ich den AM to PM von Lottie London. Das ist eher so ein Kajal. Da habe ich aber ehrlich gesagt nicht so ultra Bock drauf heute. Dann hatte ich von Mina in der Farbe 575 halt auch so ein braunes Ding. Der war in der Look Fantastic Beautybox. Den finde ich eigentlich ganz interessant. Vielleicht mache ich mir wirklich heute mal einen braunen Eyeliner. Und in der Brigitte Box hatten wir den Basic Bitch von Banana Beauty. Da weiß ich, dass der richtig gut ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine ganz coole Geschichte, wenn ich jetzt mal das probiere, was ich noch nicht so kenne. Und zwar von Mina diesen Eyeliner. Hat halt so eine Filzstiftspitze und damit ziehe ich mir jetzt ein Eyeliner. Auch damit lässt sich schon schön arbeiten, muss ich sagen. Und der ist nicht zu hell. Also das mag ich gerne. Normalerweise mag ich ja nicht so gerne, wenn Eyeliner nicht tief schwarz sind. Aber ich finde, zu so einem Look, der ja sowieso sehr warm ist und wenn ich die Augenbrauen halt auch so dezent habe, wenn ich ein recht natürliches Make-up trage, kommt das wirklich gut. Also mir gefällt's. Was meint ihr? Verwenden wir ein Setting Spray, was ebenfalls in der Ausprobierkiste drin war. Das ist von Morphe, das Continuous Setting Mist. Hatte ich schon mal öfters da und habe ich auch schon mal aufgebraucht. Wow. Es ist halt wie ein Deo, ne? Und das ist super, super angenehm. Ich glaube, die Wimpernzange von Brushworks war auch mal irgendwann in der Box drin. Oder habe ich mir die selber gekauft? Das weiß ich so gar nicht. Kostet auf jeden Fall irgendwie nur ihre 5 Euro. Und ist total klasse. Also die mag ich richtig gerne leiden. Ich hätte 3 Mascaren zur Auswahl tatsächlich. Und ja, das ist einmal von Lancôme, die Hypnose-Mascara. Das ist diese hier. Die war im kleinen Format in der Beauty.at-Box mit drin. Ja, die hatte ich jetzt auch schon bei meinen Mascaren so dabei. Die habe ich jetzt quasi aus meinem Sortiment genommen. Weiß nicht, welche von beiden in welcher Box war. Eine war in der InStyle-Box und eine war in der Beauty.at-Box. Einmal die Volume Million Lashes Baume Noir Mascara. Das ist diese hier. Die hat so ein Gummibürstchen. Schaut so aus. Und dann die Volume Million Lashes Extra Black Mascara. Ich habe mir nämlich witzigerweise bei beiden einfach nur L'Oreal Volume Million Lashes aufgeschrieben. Super, Mensch. Die hat... Ich glaube aber, dass die hier in der Beauty.at-Box drin war. Ich weiß es nicht mehr. Hat auch so ein Gummibürstchen. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alexa, nenne eine Zahl von 2 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 2 und 3. Es ist 2. Okay, dann treten gegeneinander an die Lancôme Hypnose Mascara und die Volume Million Lashes Baume Noir Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, also ich würde mal so sagen, beide sind okay, ne? Aber beide hauen mich nicht vom Hocker. Ich würde sie gerne mal in Kombi ausprobieren, weil ich ja auch super gerne jetzt so im Alltag auch so eine Gummibürste nehme in der ersten Schicht und dann zweite, dritte Schicht mit so einem Faserbürstchen. Und ich glaube, dass das in Kombi ganz gut funktionieren kann, weil die Baume Noir macht eine schöne Trennung von den Wimpern und gibt auch einen schönen Schwung rein. Und ich glaube, dass die Hypnose das Ganze noch ein bisschen verstärken könnte, um da noch so ein bisschen Länge und Fülle zu geben, ne? Ich glaube, wenn ich die beiden mal in Kombi anwenden würde, wäre das so das optimale Ergebnis. Aber an und für sich finde ich das Ergebnis schön. Wie gesagt, haut mich nicht vom Hocker, aber alles gut. Kann man auf jeden Fall machen. 5 Lippenprodukte waren tatsächlich in Beautyboxen drin. Der Wahnsinn, oder?
In der My Little Box hatten wir von Estee Lauder diesen schönen Lippenstift mit drin enthalten. Ich glaube, nicht jeder hatte den drin. Ich weiß es nicht genau. In der Farbe 535 Pretty Vain ist das ein Creme-Lippenstift. Hammer, hammer, hammer. Mag ich gerne leiden. Sehr intensiver Swatch. In der Blissim Box hatten wir diesen MAC-Lippenstift drin. Also krasse Marken, ne? Velvet Teddy 617. Da konnte man sich die Farbe aussuchen. Das ist ein matter. Ein schönes, schönes Tönchen. Oh mein Gott. In der Insta-Box hatten wir von Lavera ein Lippi mit drin. Das ist dieser hier. Den habe ich hier in der Farbe Pink Orchid. Die pinke Orchidee ist am Start. Und der ist wirklich so ein bisschen beerenmäßig, würde ich sagen. Also die Swatches, ne, das sind alles so krass unterschiedliche Töne. Mal gucken, was nachher hierbei rauskommt, ey. In der Pinkbox hatten wir von Alverde ein Lippi mit dabei, Diamond Kiss in der Farbe 20 Tourmalin. Den hatte ich auch schon in meinem Fullface Alverde verwendet. Das ist eigentlich auch ein relativ nudiges Tönchen mit einem leicht rosigen Stich mit dabei. Schöne Form übrigens von diesem Lippi an sich. Genau, das ist eher so ein glossy, keine Ahnung, Nude. Und in der Goodiebox Welcome Edition war von Pass dieser Silky Kiss Lip Gloss mit drin. Und ich weiß gar nicht, ob der eine eigene Farbe hat. Es ist auf jeden Fall dieser hier. Den kann ich notfalls tatsächlich noch über eine andere Farbe drüber geben, weil der halt einfach ein normaler Gloss ist. Alexa, nenne eine Farbe von 1 bis 5. Farbevoll. Das weiß ich leider nicht, aber vielleicht findest du einen meiner Skills interessant. Nee, Alexa, stopp. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 3. 1, 2, 3. Oh, okay, wir nehmen den Lavera. Da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Könnte übrigens sehr, sehr gut zum Look passen. Ich habe hier von Steve Laurent einen Lip Liner und ich glaube, den werden wir jetzt auch mal verwenden. Der war in meiner Probier-mich-aus-Kiste drin. In der Farbe Vogue, ne? Und den habe ich hier mal daneben geswatcht und ich glaube, dass das einen coolen Effekt geben kann, wenn ich das so in Kombi verwende. Das ist schon mal eine schöne Farbe, ne? Mag ich gerne leiden. Sehr schön cremig. Und durch den Lip Liner haben wir natürlich noch eine schöne Abgrenzung und dann sieht das Ganze echt ziemlich cool aus. Mag ich. So juicy und so, ne? Passt aber nicht ganz so gut zum Augenlook, muss ich gestehen. Obwohl ich das irgendwie cool finde in Kombi, so, ne? Zu guter Letzt fehlt bei diesem mega geilen Look tatsächlich, also wow, ich bin begeistert, ein Parfum. Und da hatte ich drei verschiedene Inboxen drin. Dieses Durance Parfum Eau de Toilette Delicat Nymphea hatten wir in der Blissim Box mit drin. Larisé ist hier so, ich glaube, ein Alien Dupe oder so, die Nummer 119, befand sich in der Pink Box. Und in der Brigitte Box hatten wir von Juniper Lane das Amber Mood Parfum. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alles klar, dann nehmen wir uns mal das Durance vor. Oh, es hat mir einfach gerade voll ins Gesicht gesprüht. Da war was out of order. Sehr blumig, sehr floral, passt auf jeden Fall zu meinem Look und gefällt mir dann auch tatsächlich. Das Alien wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwer gewesen und das Amber Mood hätte zum Herbst gepasst. Dementsprechend auch zum Look. Leute, ich bin diesen Monat extrem begeistert. Ich finde, ich sehe so juicy, glowy, mega cool aus. Ich werde mit dem Look auch gleich ein paar Adventskalender noch mit euch zusammen auspacken. Ich glaube, die My Little Box ist eben eingetroffen. Die wollte ich auch noch auspacken und Wahnsinn. Coole Produkte und es wird tatsächlich alles bleiben. Also sonst habe ich das ja immer öfter, dass ich dann ein, zwei Produkte, ne, dann in meine Aussortiertkiste packe. Mm-mm, hier bleibt wirklich alles, weil das einfach hammergeil aussieht. Oh mein Gott, und diese Foundation ist ein Traum. Leute, ja, das war's jetzt hier von mir. Alle Informationen, alle Produkte, alle Codes und so sind in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Nee, mit den ganzen Style and Talk, mit den ganzen Schminki-Videos, ne? Ja, das machen wir mal besser. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!